Gut, wunderbar. Dann sage ich herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinarabend. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute eine internationale Besetzung haben. Wir haben zwei Gäste aus Südtirol, aus Italien bei uns zu begrüßen. Zum einen meinen hochgeschätzten grünen Landtagskollegen sozusagen aus dem Landtag Südtirol, den Hans-Peter Staffler, und zum anderen den Hauptreferenten des heutigen Abends, den Vater und Motor des großartigen ÖPNVs in Südtirol, Helmut Moroder. Herzlich willkommen euch beiden. Bevor ich euch gleich das Wort übergebe, möchte ich aber noch die übliche Begrüßungsrunde hier machen. Wir haben ja sehr, sehr viele Gäste heute Abend wieder. Wir haben 170 Anmeldungen. Natürlich ist es ganz normal, dass nicht immer alle dann auch Zeit haben und wirklich da sind. Alle Angemeldeten bekommen die Präsentation, die wir nachher anschauen werden, und wir zeichnen auch auf, sodass das Video im Nachgang auch noch angeschaut werden kann von denjenigen, die heute nicht zu uns gefunden haben. Immerhin sind aber 90 Leute anwesend. Also das heißt, wenn wir uns vorstellen würden, wir wären in einem großen Saal, dann wäre der schon ganz schön gut gefüllt. Freut mich sehr, Sie und euch alle hier begrüßen zu dürfen. Zu unserem Auditorium zählen zum einen viele grüne KommunalpolitikerInnen, die ja auch zuständig sind, oder überhaupt KommunalpolitikerInnen, die ja auch zuständig sind für die Umsetzung des öffentlichen Personennahverkehrs bei sich vor Ort, in der Stadt oder im Landkreis, teilweise in den Kommunen. Wir haben darüber hinaus sehr viele Fachverbände aus dem Verkehrsbereich hier anwesend, zum Beispiel Pro Bahn, die Deutsche Bahn, auch Privatbahninitiativen wie die Bayernbahn, die Ilztalbahn. Wir haben anwesend Verkehrsverbände wie VCD, Pro Bahn, ADFC, diese auch mit den jeweiligen Landesvorsitzenden. Ich kürze heute mal ein bisschen ab, sonst stelle ich auch immer namentlich vor. Wir haben MOFER, den Privatbahnverband, hier anwesend. Wir haben einige Eisenbahnverkehrsunternehmen anwesend, wie Go Ahead und Agilis. Dann haben wir Verdi, die Gewerkschaft, anwesend. Wir haben mehrere Verkehrsverbünde, die Geschäftsführer anwesend, sowohl den VGN als auch den MVV und den RVV aus Rengsburg. Freut mich sehr. Und wir haben Südtirol. In Südtirol gibt es Berge. Deswegen freut es mich sehr, dass wir auch eine schöne Initiative jetzt gleich mit zwei Vertretern anwesend haben, nämlich die Initiative Bahn zum Berg, die ihren ursprünglichen Ursprung in Österreich hat. Das greife ich jetzt heraus mit Martin Heppner. Herzlich willkommen nach Wien. Und Martin Vogel, der bayerische Kopf sozusagen dieser wunderbaren Online-Plattform Bahn zum Berg ist, die das Wandern mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewirbt. Das passt natürlich ganz hervorragend zum Thema des heutigen Abends. Und außerdem habe ich erstens einige vergessen. Ach ja, Wissenschaft ist auch da. Drei ProfessorInnen habe ich in der Anmeldeliste entdeckt. Und wir haben auch noch weitere Gäste aus Südtirol. Herausgreifen möchte ich, also Südtirol stämmig, sagen wir mal, Helena Köfler, mit der ich demnächst auch ein Webinar veranstalten werde von der Firma Fertig. Dazu kommt aber ganz am Schluss dann noch der übliche Werbeblock mit Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen. So viel zum Protokoll, damit man auch weiß, wer so da ist. Ich glaube, bei den Webinaren ist das ganz sinnvoll, weil wenn wir in einem Saal sitzen würden, dann würde man sich auch sehen und wissen, wer da ist, und würde sich Visitenkarten austauschen etc. Das geht jetzt leider hier nicht. Deswegen starten wir jetzt unmittelbar in die Veranstaltung. Gleich kommt bestimmt, jetzt ist auch noch der 100. und der 102. Teilnehmer schon eingetroffen. Habe ich also noch die Zeit, bis die letzten da sind, überbrückt. Zum Ablauf: Wir machen wieder eine Stunde, wie immer. Das heißt, wir sind um 7 oder kurz nach 7 sind wir hier fertig, auch wenn noch offene Fragen da sind. Aber wir halten es immer kurz und kompakt. Das ist, glaube ich, auch Teil des Erfolgs unserer Webinarreihe, über die wir uns sehr freuen. Das kann man leicht mal eine Stunde verdauen und nach dem Arbeitsalltag noch aufnehmen. Wir haben jetzt eine kurze Begrüßung vom Hans-Peter Staffler, meinem Landtagskollegen aus Südtirol, und danach kommen wir zum Hauptvortrag. Wenn Sie sich während des Hauptvortrags schon Fragen überlegen, auch Verständnisfragen, können Sie das sehr gerne in das Fragetool schreiben. Das ist da an der Seite. Bei mir ist es rechter Hand oder je nachdem, wo Sie es vielleicht hingeschoben haben. Da kann man Fragen hineinschreiben. Wir werden die entweder gleich direkt im Chat beantworten, die Anais Schuster-Brandis, meine Mitarbeiterin, oder ich, falls es irgendwelche organisatorischen
bayerischen Sachen sind oder Dinge, die wir wissen, weil sie sich, oder wenn es Dinge sind, die sich an die bayerische Landespolitik wenden. Ansonsten wird ANAIS danach die Fragen sortiert und geordnet einbringen, möglicherweise nicht alle. Das liegt daran, wie viel sie fragen. Wenn es recht viel ist, dann müssen wir Prioritäten setzen und greifen boshaft nur das heraus, was uns auch interessiert. Alles andere interessiert uns natürlich auch, aber dafür ist dann vielleicht auch keine Zeit mehr. Wir können aber das ein oder andere sicherlich noch im Nachgang per E-Mail beantworten. Wir haben auch Gäste unter uns, die das kennen, deren Fragen dann auch schon im Nachgang noch beantwortet wurden. So, jetzt höre ich aber auf. Jetzt übergebe ich an Hans-Peter. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, Markus. Liebe Grüße nach München aus Bozen. Und ich möchte einfach eingangs sagen, dass es schon sehr toll ist, wie wir über die Grenzen hinweg jetzt schon seit Jahren zusammenarbeiten und jetzt das erste Mal heute in einem gemeinsamen Webinar sind in diesem Kontext. Wir hatten ja andere Webinare auch, aber es ist schon eine große Freude für mich, hier jetzt anwesend sein zu dürfen. Und dass wir heute und vor allem Helmut Moroder, der nach mir kommt, die Südtiroler Situation darstellen kann, was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft. Vor allem, weil das Gespräch, das wir heuer im Herbst geführt haben am Walterplatz, Markus, hat mir eigentlich wieder klar gemacht, dass von außen betrachtet unser System als sehr fortschrittlich gesehen wird, während wir hier natürlich an das System kennen, den ÖPNV kennen und uns daran gewöhnt haben und somit es als nichts Besonderes betrachten. Aber gehen wir ganz kurz zurück in die Jahre 2000, da war es wirklich so, dass bei uns das öffentliche Personennahverkehrssystem relativ im Argen lag. Es gab zwar sehr viele Busse, aber das Rückgrat, also die Zugverbindungen, waren sehr schlecht. Und damals gab es eine Initiative, die eine zivilgesellschaftliche Initiative im Finchgau, also das ist das Tal zwischen Meran und dem Reschenpass, die Wiederaufnahme des Bahnbetriebes forderte und über Jahre, um nicht zu sagen über Jahrzehnte forderte, bis die damalige Politik der Landeshauptmann Nürnwalder sozusagen nachgab und sagte, na gut, wenn ihr unbedingt eine Bahn wollt, dann bekommt ihr sie auch. Und ich sage immer, er war zwar nicht davon überzeugt, aber er hat einen entscheidenden Fehler gemacht, der damalige Landeshauptmann unter Anführungszeichen. Er hat den Helmut Moroder, der heute hier ist, den Auftrag gegeben, die Bahn in den Finchgau zu revitalisieren. Und er hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass der Helmut erstens ein begeisterter Bahningenieur ist sozusagen und auch voll und ganz überzeugt war, die Bahn wieder einzusetzen. Und es wurde dann die erste wirklich tolle moderne Bahn, zwar dieselbetrieben, aber moderne Bahn von Meran nach Malz revitalisiert, weil den Bahnkörper gab es ja bereits aus dem Jahre 1908, also unter Österreich, unter der K&K Habsburg-Monarchie wurde diese Bahn bereits gebaut, wurde dann stillgelegt in den 80er und 90er Jahren von der italienischen Bahnverwaltung und dann wurde sie eben wieder revitalisiert und es wurde eine kleine, aber feine, sehr gut funktionierende Bahn. Und diese Bahn zwischen Meran und Bozen hat sozusagen im ganzen Lande Lust auf mehr gemacht. Dann plötzlich haben andere Talschaften auch gesehen, naja, das funktioniert ja wirklich, na, das ist ja wirklich komfortabel, das ist ja wirklich bequem und vorteilhaft. Und dann ist etwas in Bewegung geraten, dass wir heute eben das System Südtirol nennen mit dem Südtirol Pass und das wirklich sehr gut funktioniert. Und das danke auch an Markus, dass du mich wiederum heuer oder letztes Jahr aufmerksam gemacht hast, wie aus deinen Augen, aus deiner Sicht das System bei uns gut funktioniert. Und deshalb, das ist eigentlich alles, es ist ein kleiner Rückblick in die Geschichte und wir sind froh, dass wir dieses System haben, aber wir wissen auch, dass wir es weiterhin ausbauen müssen, um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. Und damit möchte ich es auch schon belassen und bedanke mich noch einmal für die Einladung und wünsche uns einen schönen Abend. Vielen Dank, Hans-Peter. Ja, tatsächlich, ich kenne das System bei euch. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Details und Hintergründe, denn ich kenne das System selber auch nur als Nutzer bei euch. Ich gehe gern wandern und in Bayern die Berge, die kenne ich jetzt alle. Jetzt schaue ich halt auch gerne mal ein bisschen weiter. Zum Beispiel eben sehr gern nach Südtirol und ich habe kein Auto. Insofern fahre ich immer sehr gerne mit dem Eurocity halt nach
Brixen, Bozen, Franzensfeste, wohin auch immer und weiter und kenne das gar nicht anders. Seit 10, 15 Jahren, seit ich in Südtirol gern wandern gehe und denke mir jetzt mal, also das hätte ich gern bei uns auch. Und deswegen bin ich jetzt wahnsinnig gespannt, Näheres zu hören, gerne auch Kritisches aus eurer Sicht, was auch noch an Verbesserungspotenzial gegebenenfalls da ist, aber auch wie ihr das gemacht habt und was ihr eigentlich habt. Denn ich bin der Überzeugung, wenn man nach Südtirol fährt, egal ob es zum Wandern ist oder zum Skifahren oder was auch immer, ein Auto braucht man bei euch nicht. Und das hätte ich in Bayern auch gern. Deswegen Vorbild Südtirol, was können wir vom Ausbau von Bus und Bahn aus Südtirol lernen? Helmut, bitteschön. Ja, zum einen besten Dank für die Einladung. Also, und auch dafür, dass wir vereinbart haben, dass ich nur über das eigentlich das Gute sagen muss. Ich bin ja eigentlich ein kritischer Mitdenker, aber du hast gesagt, ja, so viel Zeit haben wir nicht. Schau mal, das Gute zu erzählen. Und das mache ich gerne, wie Hans-Peter gesagt hat. Es ist ja auch viel Gutes dabei. Wenn man das dann täglich miterlebt, dann hat man immer auch ein kritisches Auge drauf. Habe ich jetzt das richtig gemacht? Sieht man die Präsentation? Ja gut, dann habe ich da einen ersten Schritt bereits. Deswegen Vorbild Südtirol sind große Worte. Ich habe das einfach übernommen vom Titel, den du mir gegeben hast. Aber schauen wir uns ein bisschen an, was bei uns läuft. Zum einen ganz grob Südtirol einordnen. Südtirol hat 530.000 Einwohner, also ist eine kleine Region, ist ein kleines Land, überhaupt wenn man es mit anderen Ländern wie Bayern vergleicht. Wir haben aber, wie Sie sehen, fast halb so viel Gästebetten wie Einwohner, nicht ganz, aber fast, und haben 32 Millionen Nächtigungen im Jahr. Also der Tourismus hat eine wichtige Bedeutung und ist auch, so mal, was die Mobilität betrifft, sehr, sehr belastend, hat eine sehr wichtige Rolle. Das ist Südtirol. Südtirol mit dem Blick des Netzes des öffentlichen Verkehrs. Die hellblauen Linien sind die Eisen Bahnlinien, also ganz oben im Norden. Sehen Sie auch meine Maus? Seht ihr die, wenn ich die bewege? Nein. Ja, doch, Ja, doch. doch, damit ich. Also, das ist die Brennerlinie. Hier haben wir die Busdotaler Linie. Hier geht es nach Meran und hier, das ist die Finsker Bahn und da geht es dann Richtung Schweiz. Und ich möchte wirklich bei der Finsker Bahn beginnen, wenn, wie Hans-Peter Stafler gesagt hat, die Finsker Bahn war eigentlich schon der Beginn. Die Finsker Bahn wurde 1906 gebaut, 91 wurde sie eingestellt und ging dann 1999 an die autonome Provinz über, die dann beschließt, nach einer langen Diskussion, soll man einen Fahrradweg drauflegen oder soll man die Bahn wieder in Betrieb nehmen, hat sie sich doch überwunden, wir wollen die Bahn in Betrieb nehmen. Dann durfte ich das dann auch ausführen. Ich wurde beauftragt, die Gesellschaft zu leiten, die das tun musste. Und am 5.5.2005 haben wir es in Betrieb genommen. Als ich begonnen habe, war das der Zustand der Finsker Bahn. Also hier hatte sich wirklich die Natur wieder zurückgeholt, was ihr eigentlich auch zusteht. Die Bahnhöfe waren begrünt. Und wir haben praktisch, also die Trasse war da, die Begeisterung der Bevölkerung nur zum Teil. Es waren wirklich nur einige, ich würde sagen, er ist sicherlich eine Minderheit, die dafür war. Wir sagen oft, hätte man damals eine Volksbefragung durchgeführt, wollen die Finsker die wieder in Betrieb nehmen mit der Finsker Bahn, wahrscheinlich hätten 2/3 Nein gesagt, weil man einfach sich an die alte Bahn erinnerte, die laut war, die gerochen hat, die langsam war, die unregelmäßig gefahren ist. Wir haben uns dann bemüht, haben auch das notwendige Geld bekommen, eine wirklich neue Bahn, eine moderne Bahn draus zu machen, haben uns auch bemüht, architektonisch die Bahnhöfe schön zu gestalten, die auch die kleinen Haltestellen mussten, also haben wir den Anspruch gehabt, dass die ansprechend werden. Wir haben das Alte renoviert und das Neue dazugesetzt. Selbstverständlich haben wir alles barrierefrei realisiert. Wäre noch schöner, aber trotzdem, damals 2005 war das die einzige regionale Bahn in Italien, die durchgehend barrierefrei war und von Menschen mit dem Rollstuhl auch ohne externe Hilfe benutzt werden konnte.
Man meint immer, das sei selbstverständlich, aber trotzdem war es dann nicht so. Die Züge waren eben nicht die alten Züge. Ich kann sagen, sobald wir begonnen haben mit den Testfahrten, das war bereits im Jahr Ende 2003, Anfang 2004, ist die Stimmung gekippt. Es war auf einmal Begeisterung da. Also der Zug ist doch etwas Schönes. Und die Bevölkerung hat damals begonnen, sich dann zu freuen, dass der Zug wiederkommt. Ich lasse einfach ein paar Bilder mitgehen. Das ist die Endhaltestelle in Mals, da auch um zu unterstreichen, wie wichtig einfach auch das Umsteigen ist, wie man diese Umsteigemöglichkeiten organisiert. Hier steigt man vom Zug aus und man hat die Busse, die in alle Richtungen weiterfahren. Und nicht nur in Südtirol, sondern hier haben wir auch stündlich eine Verbindung mit der Schweiz. Da geht es über den Offenpass nach Zernetz. Es war interessant, die Diskussion, soll man diese Bahn in Betrieb nehmen oder nicht, war auch damit begründet, ja, wir kriegen nicht genügend Fahrgäste hin. Wir bräuchten mindestens 1 Million Fahrgäste, um das zu rechtfertigen, hieß es. Und das könnte schwierig sein. Tatsache ist, dass wir im Jahr 2005 haben wir geöffnet, 2006 hatten wir bereits 1,5 Millionen Fahrgäste und da sehen Sie, wie das gestiegen ist bis 2009 und dann ging es nicht mehr. Da müssen wir zugeben, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben zu kleine Züge gekauft. Wir sind an die Kapazität erreicht, weshalb heute zurzeit ein Umbau, eine Potenzierung dieser Bahntrasse erfolgt mit der Elektrifizierung, denn wir haben noch Dieselzüge eingeführt und mit dem Ausbau der Infrastruktur, dass man einen perfekten durchgehenden Halbstundentakt anbieten kann mit dreimal mehr Angebot für den Transport. Und das ist ein Zeichen, dass der Erfolg da war. Aber wir waren einfach nicht optimistisch genug. Damals dachten wir, jeder Zug könnte sogar zu groß sein, um gefüllt zu werden. Hier hatten wir gleich kurz nach der Eröffnung, also ungefähr 2 Jahre nach der Eröffnung, die Bevölkerung befragt, ja, wie wärt ihr gefahren, wenn es die Bahn nicht gäbe? 38% wären effektiv mit dem Bus gefahren, das waren so die Busfahrer. 16% wären nicht gefahren, die hat man einfach dazu gewonnen, die sind Bahn gefahren, weil Bahnfahren schön ist. Aber 46% sind effektive Umsteiger und die interessieren uns ja, die haben uns ja interessiert. Denn wenn man sagt, ja, ich habe nichts anderes erreicht als das Umsteigen vom Bus auf die Bahn, dann ist das ein bisschen zu wenig. Und hat sich das auch auf dem Straßenverkehr ausgewirkt? Ja, ein bisschen. Also hier haben wir die Verkehrszählung zwischen 2004, ein Jahr vor Eröffnung der Finchker Bahn und 3 Jahre danach. Und die ersten drei Zählstellen Rabland, Latsch und Sponinik sind im Finchgau. Hier hat es eine leichte Abnahme gegeben, während in derselben Zeit im Pustertal es eine Zunahme gegeben hat. Also insgesamt, wenn man die Abnahme mit der Pustertaler Zunahme vergleicht, da kann man sagen, hat man ungefähr zwischen 10 und 15% Straßenverkehr damals vermeiden können. Ist das eine touristische Bahn oder ist es eine Lokalbahn für den lokalen Verkehr? Denn der Anspruch war ja wirklich der, wir machen eine Infrastruktur für den regionalen Verkehr. Und das sieht man, das ist nur der Zuwachs, aber man kann so sehen, so ungefähr 2/3 der Fahrgäste sind Einheimische, sind Leute, die hier wohnen. Und 1/3 ungefähr sind Gäste. Und das ist die Gäste sind ja sehr willkommen. Die füllen uns ja nicht die Züge in der Spitzenzeit. Also die sind nicht um 7 oder 8 Uhr in der Früh unterwegs. Und deshalb ist das eine ganz gute, sagen wir so, Konstellation. Ich denke auch, ich bin überzeugt, dass
die Attraktivität. Also wir haben wirklich ja keine touristische Bahn, die jetzt Fahrräder transportieren möchte und so weiter, sondern unser Anspruch war, ein öffentliches Nahverkehrsmittel zu bauen, wo wir so schnell wie möglich fahren. Wir haben Halte von 30 Sekunden an den Bahnhöfen, damit es wirklich flott weitergehen kann. Aber das schätzen die Touristen auch sehr wohl. Die Bahn hat auch einen touristischen Aufschwung gebracht. Wir haben zwischen 2004 und 2009 in Südtirol 17% mehr Ankünfte gehabt, in der gleichen Zeit im Finchgau 24% und bei den Übernachtungen bei 9% in Südtirol waren es 11% im Finchgau. Und die Tourismusexperten haben das absolut auf die Eröffnung der Finchgau-Bahn zurückgeführt. Jetzt, die Finchgau-Bahn war der Eisbrecher. Es war tatsächlich so, nachdem das ein Erfolgsprojekt geworden ist, kam aus allen anderen Teilen Südtirols, ja, wir möchten auch ein Modell der Finchgau-Bahn. Das ging so nicht genau, denn das restliche Eisenbahnnetz Südtirols ist im Eigentum der Staatseisenbahnen, der RFI. Nur diese Finchgau-Bahn, diese 60 Kilometer wurden abgedreht und deswegen hatten wir da ein bisschen Narrenfreiheit. Wir durften da tun, nicht was wir wollten, aber wir waren ein bisschen freier, mussten nicht genau also mit den Staatseisenbahnen jeden Beistrich ausdiskutieren. Trotzdem fand man eine Lösung mit den italienischen Eisenbahnen. Das sind die Strecken, die eben durch Südtirol fahren, Brennerlinie, hier ist jetzt der österreichische Teil, da haben wir selbstverständlich nichts getan, Pustertaler Linie, Brennerlinie, Bozen-Meran und hier geht es Richtung Süden. Und hier hat man ein Einkommen getroffen mit den italienischen Eisenbahnen, dass man die Strecken renoviert, die Bahnhöfe erneuert, denn die Bahnhöfe sind ja die Visitenkarte dieser Infrastruktur, der Eisenbahninfrastruktur, und man hätte die Kosten zur Hälfte getragen, zur Hälfte Land Südtirol, zur Hälfte Staatseisenbahnen und hat auch sich gegenseitig ausgemacht, dass man die Arbeiten gemeinsam durchführt. Wir als Südtiroler Transportunternehmen, die Bahnhöfe, was mit Passagieren zu tun hatten und was mit den Gleisanlagen, Sicherheitsanlagen, das haben die Staatsbahnen gemacht. Das war eigentlich eine interessante Konstellation, weil keiner wollte die Schuld haben, wenn man die Zeit nicht eingehalten hätte. Und innerhalb von 2,5 Jahren haben wir praktisch fast alle Bahnhöfe in Südtirol erneuert. Und hier ein paar Bilder. Ich glaube, hier haben wir uns auch sehr bemüht, anspruchsvolle oder ansprechende Architekturen zu realisieren, damit das Verweilen in den Bahnhöfen schön ist. Im Pustertal wurden zwei neue Haltestellen realisiert, die dann einen direkten Anschluss an die Skigebiete haben. Hier sind wir in Percha mit einem Anschluss zum Kronplatz. Hier sind wir in Vierschach mit einem Anschluss zum Helm. Und das hat auch hier mehr bewirkt, als wir uns erwartet hätten. Es gibt also die Bettenauslastung hat in den nicht sommer touristischen Hochburgen im Pustertal zugenommen im Winter. Also bis zu 42% in Niederdorf, aber selbst 17% noch in Welsberg und 10% in Toblach. Also hier hat wirklich der Geschäftsführer der Drei-Zinnen AG gesagt, dass die Bettenauslastung bis zu 40% gestiegen ist, nachdem die Pustertaler Eisenbahn reaktiviert wurde, erneuert und im 2-Halbstunden-Takt fährt. Hier sieht man auch, südtirolweit wurden die Bahnkilometer von 2,8 Millionen pro Jahr im Jahr 2004 auf mehr als verdoppelt, auf 5,8 Millionen Kilometer im Jahr 2012. Und seitdem sind diese Kilometer so ziemlich gleich geblieben. Es hat nur noch kleine Änderungen gegeben. Jetzt haben wir Bahn gesehen. Es gibt auch Seilbahnen,
die im ÖPNV-Netz eingebunden sind. Das ist die Bozner Bahn auf den Ritten nach Oberbozen. Die wurde auch erneuert. Das war noch eins meiner letzten Projekte, das ich realisiert habe. Und jetzt sehe ich, ist die etwas reingerutscht. Tut mir leid. Das ist jetzt, aber ich, das ist jetzt nicht so wichtig. Was bedeutet das? Also man hat viel ausgegeben, man hat daran geglaubt. Das sind jetzt die Ausgaben, die man getätigt hat, die man allmählich zunehmende Ausgaben für die für den Betrieb des öffentlichen Verkehrs. Sind Sie da? Wir haben im ÖPNV im Jahr 2005 noch 50 Millionen Euro pro Jahr ausgegeben und das ist allmählich gestiegen, aber ziemlich, ziemlich fest. Also, und hier wurden Busdienste erhöht und Zug. Also hier ist alles, was mit dem ÖPNV zu tun hat, nicht Investitionskosten, sondern nur die laufenden Ausgaben. Die belaufen sich auf 163 Millionen Euro im Jahr. Und das ist heute immer noch ungefähr, diese Zahl ist beibehalten. Denn hier hat es die große Steigerung gegeben. Das ist jetzt im Vergleich mit dem Straßenbau, Straßenverkehr. Hier sind die Instandhaltungskosten der Straßen aufgezeichnet. Die nächste Folie zeigt uns hingegen, wie die Investitionen gelaufen sind in der Mobilität, im ÖPNV, gegenüber den Investitionen auf der Straße. Also wie man sieht, die Straße ist immer noch sehr, sehr stark. Wir haben immer beides. Wir haben beides getan. Wir haben auch die Straßen gleichzeitig stark ausgebaut. Und das wäre für mich so ein starker Kritikpunkt. Ich bin überzeugt, hätten wir dieses Geld, also Straßen hat man in Südtirol grundsätzlich genug, oder hätten wir unsere Eisenbahnen zweigleisig ausgebaut, dann wäre die, sagen wir, die Konkurrenzfähigkeit der Straße gegenüber, der Bahn gegenüber der Straße heute viel größer. Vor 10 Jahren haben wir den Südtirol-Pass eingeführt. Der Südtirol-Pass war jetzt keine Revolution, denn er gründet auf einem Tarifsystem, das wir schon vorhin hatten. Markus, ich habe mich vielleicht ein bisschen verrechnet. Ich dachte, ich hätte eine halbe Stunde, aber ich habe um 7:15 begonnen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich glaube, dass die Sachen, die du vorstellst, nicht nur für mich wahnsinnig interessant sind, sondern für das ganze Auditorium. Fahr bitte fort. Habe ich noch 10 Minuten? Geht das? Ja. Ja. Okay, dann schaue ich. Also, und das ist der Südtirol-Pass. Der Südtirol-Pass ist eigentlich etwas relativ Einfaches und wird aufgrund des Verbrauches genutzt. Also, jetzt sind mir hier die... Hier kann ich euch das genau erklären. Der Südtirol-Pass ist, wenn man will, auch ein Jahresabo. Aber ich bezahle nur das, was ich tatsächlich fahre. Bis zu die ersten 1000 Kilometer, die ich fahre, bezahle ich 12 Cent. Zwischen 1000 und 2000 Kilometer sind es dann 8 Cent und das wird allmählich weniger. Und wenn ich 20.000 Kilometer gefahren bin, das fahren jetzt nicht so viele, aber es gibt Pendler, die effektiv das fahren, auch mehr, dann zahle ich nichts mehr. Also wenn ich den Betrag von 640 Euro erreicht habe, dann zahle ich nichts mehr. Das entspricht einem Generalabo von 640 Euro pro Jahr. Es gibt jetzt mehrere, und das ist einfach unser grundsätzlicher Südtirol-Pass mit dem Ansatz, einer zahlt eigentlich das, was er effektiv braucht. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat inzwischen einen Südtirol-Pass, weil ich bezahle nur eine einmalige Gebühr für die Ausstellung von 20 Euro und dann gilt der für den Rest des Lebens. Oder zumindest, ich habe ihn seit über 10 Jahren und diese Gebühr habe ich nur einmal bezahlt und der Pass erneuert sich jährlich. Es gibt dann mehr, es gibt den Family-Pass, da bezahlt man statt 12 Cent 10 Cent. Es gibt für Schüler und Studenten gibt's den
Die Schüler bis zur Matura bezahlen gar nichts. Die Studenten bis zum 26. Lebensjahr, wenn sie auf der Uni sind, zahlen sie eine Pauschale von 150 Euro im Jahr. Ältere, also Senioren, bezahlen je nach Alter ab 75 Jahre eigentlich nichts mehr. Einmal 20 Euro und dann nichts mehr. Zwischen 65 und 70, 150 Euro und so weiter. Jetzt einen Satz zu den Elternleuten, die gratis fahren. Das könnte man auch irgendwie falsch oder interpretieren. Es ist ja nicht so, dass die Elternleute arm sind. Meistens können sich die das noch am meisten leisten. Es hat aber einen interessanten Effekt, denn sehr oft habe ich festgestellt, fahren ältere Leute herum, weil es gratis ist, weil es kostenlos ist. Nicht, und das Kostenlose schätzt man irgendwie, nimmt man an, aber diese Menschen konsumieren ja. Die fahren nicht herum und die gehen fahren herum, gehen Mittagessen, kaufen ein. Und wenn man jetzt denkt, dass jedes Geld, das man ausgibt, auch Steuern abwirft, und wenn wir so sagen, wenn die jetzt auch nur 15 Euro an einem Tag ausgeben, dann sind es mindestens 5 Euro, die in die öffentliche Kassen über die Steuern kommen. Was ja eigentlich recht interessant ist, weil die Alternative wäre, die meisten würden zu Hause bleiben. Also das ist immer interessant, auch mit zu berücksichtigen. Hier beim Ausbau des Busangebotes sind wir auch von 2004 bis 2012 von 22 auf 31 Millionen gestiegen, also eine Zunahme von knapp 50%. Die wird jetzt nochmals auf 37 Millionen hochgeschraubt aufgrund der oder nach der Ausschreibung des öffentlichen Verkehrs, die jetzt praktisch dann zugeschlagen werden und ab 30. April werden die neuen Busgesellschaften jetzt den Dienst ausführen. Ich habe ein bisschen Zeit verloren, diesen Vortrag vorzubereiten, weil ich Ihnen jetzt diese Grafik zeigen möchte. Das ist die Netzgrafik und das, was ich jetzt zeige, ist der Taktverkehr. Also hier haben wir Bozen, hier haben wir Meran, hier haben wir Brixen und hier Bruneck. Das sind die wichtigsten Städte. Alles andere ist wirklich, sind, würde ich sagen, Berggebiete, nicht intensiv bewohnte. Aber alles, was hier rot ist, ist Stundentakt, sind Busse im Stundentakt, die jetzt im Großteil sogar an Sonntagen in diesem Takt fahren. Was grün ist, ist Halbstundentakt, immer Busse. Was orange ist, ist Viertelstundentakt, zum Teil auch 10-Minuten-Takt, aber jetzt so fein müssen wir es nicht gehen. Und nur was gelb ist, ist 2-Stunden-Takt und zum Teil nicht so ganz perfekt vertaktet. Und das, glaube ich, hat beeindruckt ein bisschen, wer nach Südtirol kommt und sagt, ja, also ich muss nicht lange schauen, ich komme immer weg. Und das Wichtige ist ja, wenn ich von oben, vom Berg nach unten fahre, da muss ich wirklich nur wissen, wann der Bus wegfährt, denn der Anschluss talwärts, den habe ich immer, denn je weiter ich talwärts komme, umso höher ist der Takt. Nicht? Also wenn ich von unten nach oben fahre, dann kann ich nicht mit einem Halbstundentakt überall umsteigen und verlangen, dass der Halbstunde bis in den letzten Bergdorf hinaufkommt, aber von oben nach unten funktioniert es immer. Und wie Sie sehen, also einen Stundentakt haben wir so ziemlich überall. Ich muss sagen, ich war jetzt selbst überrascht von dieser Grafik. Die ist besser, als ich mir sie vorgestellt hätte. Und selbstverständlich kostet das Geld. Das kostet Geld, aber es kostet weniger, als man sich vorstellen würde. Denn ein regelmäßiger Betrieb ist, da muss man schauen, wie nutze ich die Personen aus, wie nutze ich die Fahrer aus, wie nutze ich die Fahrzeuge aus. Sehr viele Dienste,
kosten wir nur noch die Marginalkosten. Das ist dann ein bisschen Reifenverschleiß und der Kraftstoffverbrauch. Denn die Personen, die Fahrer muss man sehr oft trotzdem zahlen und es ist nicht so teuer, wie man denken möchte. Man muss nicht hernehmen und die einzelnen Kilometerkosten von einem nicht vertagten Verkehr dann multiplizieren mit einem vertagten Verkehr. Also, und das ist freilich Qualität. Das ist, wir haben gemerkt, dass das wäre jetzt nicht mehr wegzudenken, wenn wir diesen Taktverkehr nicht haben würden. Noch ein wirtschaftlicher Aspekt, Finnskopan. Also wir geben in Südtirol ungefähr 160 Millionen Euro aus pro Jahr für den öffentlichen Verkehr. Wir haben relativ niedrige Tarife, wie Sie gesehen haben, und wir nehmen knapp 30% der Gesamtkosten ein. Also 28%, das ist relativ wenig. Und dann könnte man sagen, ja, das muss man sich auch leisten können. Das stimmt. Das ist auch eine politische Entscheidung. Tarife sind politische Entscheidungen. Aber man kann es auch ein bisschen, man muss auch die Gesamtwirkung sehen. Hier, was eine ganz schnelle Rechnung. Ein Urlauber gibt in Südtirol pro Tag ungefähr 117 Euro aus. Wenn wir aus diesen, also machen wir es kurz, es fallen 41 Euro pro Übernachtung an Steuern ab. Das bleibt dann in der öffentlichen Verwaltung. Wir hatten festgestellt, nach 4 Jahren, nach Inbetriebnahme der Finnskopan, dass in Südtirol 200.000 Nächtigungen mehr nur von Schweizer Gästen gezählt wurden. Und die Touristen sagen, ja, das war der Effekt der Finnskopan, weil die Finnskopan einfach eine gewisse Werbung in der Schweiz gemacht hat. Wenn ich jetzt die 117 Euro oder die 41 Euro hernehme pro Nacht und das mit den 200.000 Nächtigungen rechne, dann kommen 8,25 Millionen Euro zusammen. Das ist, ich will nicht sagen, dass das den Betriebskosten der Finnskopan entspricht, aber fast. Also die Betriebskosten der Finnskopan, die wären ungefähr 15 Millionen Euro sein. Und das heißt, die Hälfte davon kann ich nur über die Steuern abdecken, die ich durch die zusätzlichen Übernachtungen bekommen habe. So, ich glaube, jetzt habe ich überzogen. Tut mir leid. Danke für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Helmut. Tosender Applaus wäre im Saal, wenn wir jetzt physisch beieinander sitzen würden. Ich bin total begeistert von den vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Eine Frage, die ich mir jetzt vorbereitet hatte, die ich als erste stellen wollte, hast du gerade beantwortet, nämlich wie hoch so der Kostendeckungsgrad ist, rund 30%. Sehr spannend, das ist eine politische Entscheidung, das sehen wir auch so. Vielleicht darf ich eine Frage aus dem Auditorium gleich aufgreifen, weil sie unmittelbar dazu passt. Eine Person hat gefragt, wie wir denn in Bayern dazu kommen können, dass auch mehr ÖPNV angeboten wird, vor allem auf dem Land. Es ist ausschließlich eine politische Entscheidung und der bayerischen Staatsregierung muss der ÖPNV mehr Geld wert sein. Was der rechtliche Hebel dazu ist, ist in meinen Augen eine Verpflichtung an die Kommunen, ÖPNV zu organisieren, denn in Bayern ist es so, dass die zuständigen Aufgabenträger das nur als freiwillige Aufgabe auferlegt haben, laut Gesetz. Und wir brauchen eine Verpflichtung dazu. Und Pflicht heißt natürlich auch nach Konnexitätsprinzip, wer anschafft, der zahlt. Das heißt, da muss der Freistaat Bayern den Kommunen auch entsprechend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Aber wie man gerade gesehen haben, ist das ja nicht nur eine Kostensache, sondern abgesehen von der Mobilität und der Daseinsvorsorge der Bevölkerung auch ein wirtschaftlicher Aspekt, der sich wieder bezahlt machen kann. So, jetzt würde ich aber die Annalis bitten, sich zuzuschalten. Du hast, nehme ich an, die Fragen schon sortiert und vorbereitet und uns welche reinzugeben. In der Zwischenzeit darf ich noch eine Person begrüßen, die ich am Anfang schändlicherweise, obwohl protokollarisch hochstehend, vergessen habe. Wir haben auch aus dem Tiroler Landtag Besuch, nämlich Michael Mingler, der Verkehrssprecher der Grünen im Tiroler Landtag. So sind also auf der Brennerachse Bayern, Tirol und Südtirol alle drei Verkehrssprecher mit Hans-Peter, Michael und mir
hier versammelt, was mich sehr freut. Und Hans-Peter, dir persönlich hat mir gerade geschrieben, darf ich von meiner Fraktionskollegin Claudia Köhler noch herzliche Grüße ausrichten. Sie weilt gerade zu Bozen. Die Welt ist klein. Anais, bitteschön. Ich würde mal gleich zwei konkrete Fragen zu Planungen in Südtirol stellen. Und zwar, wann wird die Reaktivierung der Tauferer-Bahn Brunnex-Sand politisch und planerisch angegangen? Die Meinung ist, es wäre Zeit dafür. Und das ist die zweite Frage, die sich um konkrete Projekte dreht, ist folgende. Sind zur Verbesserung des ÖPNV zwei Seilbahnen vom Bahnhof Waldbruck nach Wolkenstein und von Blumau nach Thiers St. Cyprian geplant? Darf ich gleich zu den Seilbahnen? Da muss man sehr aufpassen. Also ich hoffe stark, dass die, also ich kenne diese Projekte nicht, aber ich sehe es ja auch nicht realistisch. Also Seilbahnen funktionieren gut, wenn man einen größeren Höhen